Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, zu der ihr Station scheinen solltet. Und ich glaube, ich habe es gefixt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das andere Problem erzeugt habe. Das kann ich erst sagen, wenn es soweit ist. Aber ihr seht, läuft. Guckt, alles smooth, alles super. Ne? Ich muss dazu sagen, ganz, ganz wichtig nochmal ganz kurz. Ne? Ich spiele auf Emulator. Das heißt, dass auf der Switch läuft das. Ich habe das Savecam auf meine Switch geladen und es läuft. Ohne Probleme. Also falls ihr jetzt irgendwie denkt, oh, ist das Spiel schlecht optimiert und ist das auf der Switch vielleicht auch so? Nein, auf der Switch läuft das ganz normal. Und hier jetzt auch, zum Glück. Hoffentlich auch weiterhin. Schauen wir mal. Also die anderen Sachen. Vielleicht hat das Neustarten was gebracht, das kann natürlich sein. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. Für 4 Segenslichter kann ich dir neue Kraft gewähren. Ich kann nur Herzen erbitten. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Ne, ich hatte keine andere Wahl, meine gute Julia. Also wirklich. Erhöht die maximale Anzahl deiner Herzen um 1 und stellt so die Lebenskraft wieder her, die das Miasma dir geraubt hat. Oh, stimmt ja. Bringe der Welt den Frieden zurück. Ja, das ist gestaltet sich schwerer als scheinbar gedacht. So, das mit all unserer Kraft. Oh. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Das war eine schöne Sequenz. Und die Musik war auch sehr schön. Und dass wir jetzt so viel von den Sonauer gelernt haben. Von deren Leben, Tun und allem. Ich weiß genau, wie wir hier weiterkommen. Aber erstmal gucken, ist da eine Truhe? Nein. Dann sind diese Wolken. Das ist schon ein bisschen beängstigend. Ah, wir haben noch nicht mal den Glider bekommen, ne? Also den Glider scheinen wir echt deutlich später zu bekommen in diesem Spiel hier. Was ich aber gut finde, weil der macht ziemlich vieles trivial. Hi. Ah, das ist eine der Flammen.
es dreht die Zeit zurück. Zelda. Wenn es in der Zeit zurückgedreht ist, ist dann Zelda in der Vergangenheit? Einer der Drachen. Zelda, bin schon auf dem Weg. Dauert nur ein bisschen. Ich muss alle Schreine erledigen und so. Du weißt ja Bescheid, ne? Du weißt ja, wie es ist. Auf nach Hyrule. Das ist ein tiefer Fall, Leute. Aber let's go. Hui. Auf nach Hyrule, Leute. Die Weitsicht haben sie aber auch verbessert, oder? Das sind auch noch kleine Steine und so. Da sind wir wieder zurück. Mein Baby. Da sind wir wieder. Da sind wir einfach wieder. Auf in Hyrule. Oder nach Hyrule. Auf in Hyrule, ja genau. Auf in Hyrule. Ich nicht spreche deutsche Sprache. Auf in Hyrule jetzt sofort. Jetzt sich aber einiges verändert. Ich gerade mal sagen, diese Steine zum Beispiel waren natürlich vorher alle nicht hier, ne? Das hier war vorher nicht da. Was ist das? Daraus kann ich Sachen bauen. Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an einem Traumhaus ist das Bauunternehmen Dumster für Sie da. Natürlich! Aber Wiederaufbauarbeiten. Wie cool ist das denn? Also sind wir nicht in der Vergangenheit. Das ist ja sowieso nicht, aber in der Zukunft. Aber wie weit in der Zukunft? Sind wir weiter in die Zukunft als Zelda oder? Ha. Also in der Vergangenheit können wir schon mal nicht sein. Das waren ja auch schon ein paar Theorien, die Leute hatten, oder? Dass es einen Vergangenheitslink gibt, der aus der Vergangenheit in die Zukunft reist. Es gibt viele Theorien, die Leute hatten. Und vieles davon war offensichtlich falsch. Was zeigt uns die Map denn gerade an? Okay. Also schon ein Ort, wo wir hingehen können. Ist das ein Dorfchen? Eine Stadt? Komm. Was hat der denn auf dem Rücken? Was ist denn mit dem los?
Ein Bockblinhorn, Horn mit mehreren scharfen Zacken an einer Waffe befestigt, erhöht es die Angriffskraft. Koch es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Jetzt weiß ich, warum die diese Hörner haben. Also aus spielerischer Sicht. Damit man das als Waffen-Upgrades nutzen kann. Sehr clever, muss ich sagen. Clever, clever. Cool gemacht. Können wir jetzt eigentlich hier auch Zeitumkehr machen? An diesen Dingern? Ja, ne? Ne, an den Dingern geht's nicht scheinbar. Oder nur, wenn wir dranhängen. Ne, an denen geht's nicht. Aber vielleicht lernen wir das mit größeren Objekten dann. Weil das, damit kann man ja wieder auf die Inseln, glaube ich, hoch. Und wir müssen die Wolkendecke natürlich entfernen erstmal. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine lustige Truppe da vorne? Soldatenschwert. Von den Schlosswachen von Hyrule verwendetes dünnes Schwert. Sein geringes Gewicht bewirkt, dass Angriffe schneller aufgeladen werden. Den Fetti hier vorne nehme ich mal das hier. Tut. Ist der Fetti mit einem Schuss tot gewesen? Ah ne, der ist der Fetti. Muss alles retten, was der gegeben hat. Bossbockhauer. Dieser gewaltige Hauer kann die Angriffskraft vom Pfeilen erhöhen oder zusammen mit Kleingetier zur Häschung von Medizin verwendet werden. Röstapfel. Ja, ja. Der ist aber nicht gewollt geröstet. Das war eher aus der Not. Bossbockhorn. Das Band an dem schwertförmigen Horn kennzeichnet einen Anführer. An einer Waffe befestigt, steigert das Horn die Angriffskraft, dient auch der Medizinherstellung. Gut, mit Bomben muss man sagen, ist man sehr destruktiv unterwegs. Hyrule-Gras. Dieses gesunde Kraut wächst seit uralten Zeiten in Hyrule. Als Kochzutat füllt es mehr Herzen auf als roh. Okay, also halt mir fest, wir sollten das nächste Mal vielleicht ohne Bombenpfeil oder zumindest nur einmal mit Bombenpfeil drauf und den Rest dann vielleicht so runterhauen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Halt mir das einfach mal fest. Aber jetzt sind hier überall so Materiallager. Reisezweihänder. Bei Abenteuern beliebt. Jetzt habe ich es nicht gelesen, aber das ist der gleiche Text wie aus Breath of the Wild. Also da verpasst man nicht viel. Ah, da vorne ist ganz schön viel Miasma und da ist ein Schrein. Ich will erstmal zu meinem Hauptziel. Die haben hier eine Garnison. Oh mein Gott. Mit Beobachtungsposten. Und die Musik. Jetzt kommt's. Halt! Wie kann das sein? Link! Yes, ihr seid es doch, Link! Wo wart ihr die ganze Zeit? Kaum brecht ihr mit Prinzessin Zelda zur Nachforschung im Untergrund auf, hebt auf einmal das Schloss ab. Ihr könnt euch vorstellen, was für Sorgen sich alle gemacht haben. Besonders Pura hat sich kaum ausgeruht oder gar geschlafen, weil sie versucht hat, euch beide wiederzufinden. Direktorin Pura sollte sich in dem großen Haus dort hinten befinden. Bitte geh schnell zu ihr, damit sie weiß, dass es euch gut geht. Wie cool ist das denn? Spähposten. Deine Ankunft hier wird so einigen Wirbel machen, will mir scheinen. Aber ich sollte mir wohl nicht zu viele Sorgen machen.
Wenn du das erste Mal hier bist, kannst du dich beim Soldaten im Zentrum des Spähpostens informieren. Verzeihung, Fremder, aber ich erteile den Truppen gerade Befehle für die Suche nach Prinzessin Zelda. Gedulde dich doch bitte kurz, bis ich... Nanu? Nanu, heilige Hylia, hat man Worte? Ich traue meinen Augen nicht. Du bist doch der legendäre Recke mit dem Schwert, oder? Und wohlauf bist du auch. So ein Glück. Gestatten, Glarenz, Oberkommandant der Monsterwehr. Freut mich sehr. Aber wichtiger ist, dass Direktorin Pura so schnell wie möglich von deiner Rückkehr erfährt. Am besten von dir selbst. Die Monsterwehr? Es ehrt mich ja überaus, dass du dich für unsere tapfere Truppe interessierst, aber Direktorin Pura geht vor. Du solltest sie sofort aufsuchen, damit sie weiß, dass du unversehrt zu uns zurückgekehrt bist. Du bist also der Schwertkämpfer, von dem alle erzählen. Ich hatte dich schon immer mal treffen wollen. Und zwar möchte ich dich darum bitten, mir von deinen Heldentaten zu erzählen, also wenn gerade keine Mission ansteht. Ich bitte um Verzeihung, edle Ritter. Edler Ritter, es ehrt mich zutiefst, dass du dich für die Monsterwehr interessierst, jedoch ich bin leider gerade damit beschäftigt, den Kämpfern ihre Befehle für die Suche nach Prinzessin Zelda zu übergeben. Geh lieber erstmal zur Direktorin Pura, ja? Aber über mich und meine Leute können wir später noch plaudern. Direktorin Pura, ja, okay, ist gut, ich geh hin. Das Spiel sagt mir eindeutig, du sollst nicht mit den Leuten reden hier. Seid ihr es wirklich? Ja. Ist das nicht... Guten Abend, was für ein wundervoller Abend, oder? Hey du, wo hast du nur gesteckt, ha? Huh? Obelo. Nein, warte, erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein, sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Na ja, gut, um Zelda muss sie sich ja immer noch Sorgen machen, aber ich bin jetzt da und werde natürlich alles daran setzen, Zelda zu retten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Goldenes Haar und blaue Augen, die Direktorin Pura! Der Herr Ritter, er ist zurückgekehrt! Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? War die nicht mal so klein? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Also hat sie ihren Zustand behoben bekommen. Weil die war noch mega jung, oder nicht? Weil ihr Verjüngungstrank quasi zu gut gewirkt hat. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pad überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Masterschwert ist weg. Da kann man vom Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Ist es unglaublich? Was? Wie um alles in der Welt hast du den Schurz von dort oben heil überstanden? Rauru, soweit ich weiß, sie ist doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so, nicht wahr? Das ergibt alles so überhaupt gar keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabgeregenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich. Das waren doch ihre Worte, richtig?
Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zur Hilfe. Mhm. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber... Meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält. Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Ja. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt ja keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Oh, wir haben sogar für jeden Charakter einen eigenen Eintrag hier. Pura, Direktorin des Spätpostens. Beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Einst im Dienste des Königshauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sonau-Kultur und das Miasma, das urplötzlich in Schloss Hyrule erschienen war. Ihr zartes Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hatte. Zeitweise wirkte sie sogar noch jugendlicher als jetzt. Ja, das stimmt wohl. Aber die anderen Charaktere können wir jetzt gar noch nicht angucken. Aber jetzt können wir es uns angucken, ne? Das ist dann hier, glaube ich, drin, ne? Zelda, Prinzessin von Hyrule. Prinzessin des Königreichs Hyrule, das vor 100 Jahren dem Ruine einheim fiel, besitzt Versiegelungskräfte, die in ihrer Familie über Generationen vererbt wurden und gab sich einst hin, um die Verheerung Ganon zu versiegeln, die zuvor Hyrules Untergang herbeigeführt hatte. Seitdem Link sie von dieser Pflicht erlöst hat, hat sie sich dem Wiederaufbau Hyrules verschrieben, ist jedoch nun spurlos verschwunden. Robedo, leitender Purapet-Entwickler, Purapet-Experte, dessen Exzentrik nur noch von seiner maschinenbauerischen Fachkenntnis übertroffen wird. Im Akala-Institut setzte Robedo seine Forschung ein, um Link zu unterstützen. Anschließend half er Pura am Hateno-Institut bei der Entwicklung des Purapets. Da das Purapet zum größten Teil auf seinen Forschungen beruht, ist Robedo jedoch recht ungehalten darüber, dass es nur den Namen seiner Kollegin trägt. Rauru, einziger Besitzer des rechten Arms. Erhaben, enigmatisch und eigenen Worten zufolge einstiger Besitzer von Links wunderlichem neuen Arm, trägt denselben Namen wie der Gründerkönig Hyrules. Angeblich hatte Zelda ihm bereits von Link erzählt, doch bevor Link mehr von der mysteriösen Gestalt erfahren konnte, war sie auch schon verschwunden. Eieiei, arme Prinzessin Zelda, sie ist ganz allein irgendwo unter Schloss Hyrule, also genau da, wo auch diese gruselige Mumie war. Ich an ihrer Stelle würde in Ohnmacht, Schockstarre und Scheintod gleichzeitig fallen. Bitte, Herr Link, rette unsere liebe Prinzessin Zelda. Können wir hier reingehen, Tagebuch lesen? Erstmal reingehen. Aha. Studien zum Kataklysmus lesen, ja. An diesem Tag bebte das Land und vermeintlich bodenlose tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren, woraufhin schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregnen. Zu allem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte unser aller Weltbild auf den Kopf. All diese Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben: Kataklysmus. Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug, umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Wir nennen sie Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Inseln im Himmel fortan als Himmelsinseln zu bezeichnen. Es ist nur ein Verdacht, aber anhand der herabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Von jenen Sonau weiß man sehr wenig. Es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedanken nicht erwehren. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. Meinem Impuls folgend leitete ich sofort die Erforschung herabgestürzter Ruinen und der Himmelsinseln in die Wege. Erste Anhaltspunkte lieferte ein Bericht der Dorfvorsteherin Kakarikos über dort gefundene Ruinen mit Textfragmenten. Ich wies die Sonau-Forschungsgruppe an, in jenem Dorf in Nekloda, südöstlich des Spähpostens, Quartier zu beziehen. Da ich selbst im Spähposten unabkömmlich bin, kann ich die gewaltigen Ruinen Kakarikos nur von hier aus betrachten. Währenddessen steigt aus dem Krater, den Schloss Hyrule hinterließ, unablässig Miasma empor. Dieser Umstand erschwert unsere Arbeit erheblich, so dass Prinzessin Zeldas und Links Verbleib weiterhin ungewiss ist. Kurz nach dem Aufbruch der beiden zu ihrer Expedition unter das Schloss suchte uns der Kataklysmus heim, ob zwischen den beiden Ereignissen womöglich eine Verbindung besteht. Interessant. Was auch immer da steht. Ich kann leider kein Helianisch. Oh, wie süß. Puras Tagebuch.
Es wurde eine Treppe entdeckt, die in die tiefen Gewölbe unter Schloss Hyrule führt. Nicht einmal Prinzessin Zelda wusste davon. Die Existenz dieser Gewölbe scheint demnach selbst in der Königsfamilie in Vergessenheit geraten zu sein. Allerdings lässt sich dort Miasma feststellen, weshalb eine Untersuchung angebracht schien. Ich habe Prinzessin Zelda und Link dafür bestimmt, den Untergrund zu erkunden. Genau genommen hatte Prinzessin Zelda sich bereits freiwillig dafür bereit erklärt, bevor ich sie bestimmen konnte. Ich weiß zwar, dass niemand sonst für diese Aufgabe qualifiziert ist, aber ein ungutes Gefühl habe ich dabei dennoch. Ich habe mein Tagebuch nur in 4 Bände aufgeteilt, so dass sich durch Finden eines Bandes nur ein Viertel davon offenbart. Ich bin schon wirklich ziemlich genial. Den ersten Band werde ich Impa geben. Apropos Impa, schon seit ich sie kenne, hat sie die Angewohnheit, wichtige Dinge unter anderen Dingen zu verstecken. Einmal versteckte sie ein Hefebrötchen unter einem Kissen und plätterte das dann, als sie sich gedankenverloren draufsetzte. Tagebücher sind bereits platt, aber sie sind meiner Meinung nach zu wichtig, als dass sie unter ein Kissen gehören. Ja, der Tipp, wo ich das nächste Tagebuch finde, ob ich mir das merken kann. Seien wir mal ehrlich, vermutlich nicht, aber vielleicht finde ich es ja aus Versehen. Wer weiß. Was ist das denn hier? Oha, geht's da runter oder was? Oder geht's da hoch irgendwo hin? Geht ganz schön weit hoch, ne? Wie es aussieht. So, Robedo, altes Haus, erzähl mir mal was. Hey du, hast du eine Ahnung, wie viel Sorgen ich mir gemacht habe? Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat, ja? Schon seltsam. Nein, 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 dafür ist jetzt keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pad hast? Dein Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Forschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschung im Institut in Ateno fort. Also folge mir, wenn die Zeit reif ist, solltest auch du nach Ateno kommen. Halt! Was machst du denn da? Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen. Sonst bekommst du riesigen Ärger. Okay. Hier, Irrlichter. Irrlichter. Aha, wir müssen irgendwelche Irrlichter sammeln. Beten. Aha. Pura-Pet-Anleitung. Oh, das braucht man, glaube ich, nicht. Ha. Huh. Da geht's zu Schloss Hyrule. Naja, wenn es doch da wäre, ne? Wo es hingehört. Kann ich die beiden Sachen verbinden? Nein. Darf ich leider nicht. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also als Sonarbohrteile bezeichnet. Allzu viel ist über Sonarbohrteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis. Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Tut mir leid, aber ich habe gerade viel zu tun. Link! Du ahnst ja nicht, wie erleichtert ich bin. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo bist du denn bloß gewesen? Tut mir leid, wenn ich alles etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest zuerst zu Pura, oder? Oh. Moment, überlege ich gerade, wie man am Spähposten eine Pferdestation bauen könnte. Live, der sich mit Pferden auskennt, ist auch hier und es wäre praktisch, wenn er sich um die Pferde hier kümmern könnte. Der Bau der Station wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen, aber schau doch mal vorbei, wenn alles fertig ist, Link. Also wird das hier noch ausgebaut, ne? Da bin ich auch gespannt, wie das dann aussieht, wenn es hier ausgebaut ist. Ah, wie toll. Oh, die Helia-Serie hat wohl auch deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ja? Die Sachen haben ein tolles Design und auch die Passform ist perfekt. Beliebt bei Reisenden, unerlässlich für Abenteurer. Komm ruhig näher, willkommen. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Dies ist der einzige Laden, den es am Spähposten gibt. Ich weiß, auf den ersten Blick macht er nicht viel her. Aber in meinem Heimatdorf gehört er mir der Krämerladen. Daher bin ich sicher, dass ich hier eine gute Auswahl anbiete. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wirst. Heimatdorf? Oh. Mein Heimatdorf heißt Angelstädt. Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Aber dann tauchten plötzlich Piraten auf. Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mir nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie es dem Dorf ergangen ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann. Also muss ich jetzt Handel betreiben. Bitte, such dir aus, was du haben möchtest und sprich da mit mir. Darf es noch etwas sein?
Wenn du etwas haben möchtest, nimm es dir bitte und sprich mich dann an. Bisschen Kohle müssen wir machen demnächst. Bald. Bald, weg, bald. Wir haben ja derzeit genau null. Null. Welch ein Glück, dass du wohlauf zu uns zurückgekehrt bist, Link. Leider ist die Prinzessin wohl weiterhin verschollen. Einige Mitglieder der Monsterwehr nehmen derzeit Schloss Hyrule unter die Lupe und suchen nach Spuren. Ich bete, dass sie nach ihrer Rückkehr Neues zum Verbleib von Prinzessin Zelda zu berichten haben. Naja, unter dem Schloss sollte man jetzt wohl sagen. Direktorin Pura möchte, dass wir die Gegend rigoros absuchen. Schließlich war der Untergrund von Schloss Hyrule Prinzessin Zeldas letzter bekannter Aufenthaltsort. Und damit die Suche auch erfolgreich ist, hilft die Monsterwehr mit und dreht jedes Steinchen dort um. Ach, ganz genau. Wir sind eine Gruppe unerschrockener Krieger, die alle im Königreich vor Monstern schützen. Wobei wir im Moment etwas anderes tun. Direktorin Pura hat uns nämlich einen besonderen Auftrag gegeben. Wir sollen für sie das Schloss auf den Kopf stellen und dort nach Spuren suchen. Ich habe mir gerade den Kopf zerbrochen, ob ich unseren Leuten nun Verstärkung schicken sollte oder nicht. Aber wenn ein Recke deines Kalibers ihnen zur Hilfe eilt, kann ich meine anderen Kämpfer ruhigen Gewissens hier lassen. Holm und sein Suchtrupp werden sicher ganz aus dem Häuschen sein, wenn du hier wie aus heiterem Himmel zu ihnen stößt. Oh ja, da freuen die sich bestimmt. Bitte erzähl mir doch von deinen Heldentaten, wenn es einmal keine Monster zu bekämpfen gibt. Welch ein Glück, dass du wohlauf zu uns zurückgekehrt bist, Link. Also kann ich mit den Leuten hier nicht reden, oder was? Leider. Schade. Dass ich nicht einfach mit denen mal kurz quatschen kann. Link, gut, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Scorpius und mir wurde die Verwaltung dieses Spähpostens übertragen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr über diesen Posten erfahren möchtet, fragt mich gerne jederzeit. Zuerst einmal werde ich den Schutzraum für euch öffnen. Hier entlang bitte. Hey, ich bin's. Aufmachen. Was die hier alles gebaut haben. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule, doch wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht euch zur freien Verfügung. Ah, okay. Also haben die jetzt nicht gebaut, neu. Oh, dich kenne ich ja. Wunderbar, ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Du kannst ruhig alles in diesem Schutzraum nach Belieben verwenden. Aber mach hier keinen Dreck, das wäre nicht gut. Noch mehr Staub kann ich nicht gebrauchen. Ich putze hier schon eine kleine Ewigkeit und es liegt trotzdem noch überall Staub herum. Wo in aller Welt kommt dieser ganze Staub überhaupt her? Naja, du kriegst ihn halt nicht weg, weil er hier unten bleibt. Ah, im Kleberkurier von heute steht mysteriöse Schreine über Nacht aufgetaucht. Aufgrund von Verschiebungen durch den Kataklysmus sind auf der ganzen Welt Schreine erschienen. Angeführt von Pura beginnt die Sonar-Forschungsgruppe damit, dies vor Ort gründlich zu untersuchen. Nanu, diese Zeitung ist wohl doch nicht mehr ganz aktuell. Es sind überall vorher verborgene Überreste der Sonar-Zivilisation aufgetaucht. Jetzt ist die Zeit zum Handeln für die Sonar-Forschungsgruppe gekommen. So sollte es zumindest sein, aber ich sitze hier auf Abruf herum. Dabei bin ich perfekt vorbereitet. Ich kenne die Regeln der Forschungsgruppe auswendig. Und auch bei den Neuigkeiten in jeder Region bin ich auf dem Laufenden. Ich bin zu 110% einsatzbereit. Kälteeinbruch bedroht Orni. Die Orni bestimmen derzeit die Schlagzeilen. Also, die Orni leben in... Ich bin mir sicher, ist es die Hebra-Region. Dieser Ort liegt in den Schneefeldern im Nordwesten von Hyrule. Manche wollen dort nicht forschen, weil es so kalt ist. Man braucht aber nur die passende Ausrüstung und Medizin für Kälteschutz und im Gasthaus kann man in einem flauschigen Downbett schlafen. Verflixt, auf Abruf zu sein, ist auch eine wichtige Aufgabe. Das ist mir schon bewusst, aber ich will los und forschen. Es sind dieselben Zeichen und doch ist dieser Text ganz anders als unsere jetzige Sprache. Da gibt es noch einiges zu lernen, hä? Huh? Oh, große Größe, Körperbau und der rechte Arm. Du musst Link sein, oder? Pura hat mir alles von dir erzählt. Ich bin Rezian. Mein Spezialgebiet ist die Erforschung des Altelianischen. Und damit meine ich nicht die Texte auf den Kranzruinen, sondern etwas anderes. Es geht um die Sprache, die zu der Zeit der Gründung von Hyrule verwendet wurde, die Grundlage unserer jetzigen Sprache. Diese Bücher sind in jener alten Sprache verfasst, weswegen kaum jemand in der Lage sein dürfte, sie zu lesen. Nun ja, mehr gibt es von meiner Seite leider noch nicht über das Altalianische zu berichten. Aber einst werde ich im Forschungsinstitut in Kakariko ganz sicher faszinierende Ergebnisse präsentieren können. Drei Hinweise für Forscher. Hinweis lesen. Die seltsame felsenförmige Gebilde, die nach dem Kataklysmus plötzlich erschienen, werden Schreine genannt. Man rechnet sie aufgrund ihres Aussehens der Sonar-Zivilisation zu, aber man weiß nichts Genaues.
Wer vom Himmel gefallene Ruinen erforscht, wozu auch Schreine gehören, sollte genau auf die Umgebung achten. Also auch auf den Himmel. Nach dem Kataklysmus taten sich große Löcher am Boden auf, denen Miasma entströmt und die man Abgründe nennt. Miasma ist äußerst gesundheitsschädlich, daher sollte direkter Kontakt unter allen Umständen vermieden werden. Bei Unwohlsein durch die Effekte von Miasma bitte unverzüglich den Abgrund verlassen. Vor Betreten eines Abgrunds muss die Erlaubnis von Joscha, der Leiterin der Abgrundforschung, eingeholt werden. Unsere Gruppe wurde von Prinzessin Zelda gegründet und mit der Erforschung der Geschichte Hyrules beauftragt. Zu diesem Zweck studieren wir Ruinen und alte Dokumente unter einem archäologischen Gesichtspunkt. Im Zuge des Kataklysmus fiel eine große Anzahl an Ruinen der Sonau-Zivilisation vom Himmel. Eventuell können wir die Hypothese beweisen, dass die Zivilisation dieses rätselhaften Volkes am Himmel erblühte. Unserem Vorsitzenden Tauro verdanken wir dabei erste große Erfolge beim Entschlüsseln von Sonau-Schriftzeichen. Aktuell konzentrieren sich unsere gesamten Anstrengungen auf die Erforschung der Sonau-Zivilisation. Alle Forschungsergebnisse werden an die Spezialisten in unseren Forschungsbasis in Kakariko weitergeleitet. Oh, bist du neu hier? Ich nämlich auch. Ich heiße Burnon und ich bin hier fürs Kochen eingeteilt. Heute mache ich Obst mit Pilzen, das gibt Energie. So war zumindest mein Plan, aber ich habe keine Äpfel mehr und ohne die schmeckt es einfach nicht so, wie es soll. Ich wollte unbedingt Obst, ja. Muss ich mir jetzt Obst mit Pilze machen oder einen Apfel. Also nehme ich einen Apfel in die Hand und gebe ihn den oder was? Habe ich keine Äpfel mehr? Habe ich die echt alle gegessen? Oha. Krass. Da holen wir gleich einen Apfel irgendwann. Bockblinklinge, ein gewöhnliches Schwert, das viele Reisende verwenden. Die Klinge ist zwar ziemlich zerfressen, aber sie eignet sich nach wie vor gut dazu, Dinge aufzuschlitzen. Das Bild fehlt bei der Klinge. Fehlt das jetzt immer noch? Nee. Reiseschwert, ja gut, das haben wir auch schon. Ich weiß, der Part ist eigentlich vorbei. Hoppla, bist du das, Link? Ich mache hier die ganze Zeit den Rücken krumm. Ich kriege gar nichts mehr mit. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich im Sitzen mit dir spreche. Nach dem Kataklysmus war plötzlich alles, was man auch nur annähernd als Waffe bezeichnen kann, zerfressen. Ich habe mein Bestes gegeben, das Zeug zu reparieren, aber es war hoffnungslos. Zerfressen? Ja, genau, kurz vor dem Kataklysmus begann so ein Zeug aus dem Boden zu steigen, das Miasma genannt wird. Das hat sich wie ein lebendiges Wesen an unsere Waffen geheftet. Und so wurden diese direkt vor unseren Augen davon zerfressen. Ich habe keine Ahnung, was genau da passiert ist, aber in diesen Zeiten, wo Schloss Hyrule in der Luft schwebt, ist auf dem eigenen Verstand sowieso kaum noch Verlass. Ach ja, übrigens, du kannst ja gerne alles nehmen, was hier so rumliegt, auch wenn es dir in diesem Zustand wenig nützlich sein wird, da es allesamt völlig zerfressen ist. Oh, wer ist denn da? Oh, du hier, Link! Verzeih, ich hatte dich gar nicht bemerkt. Ich war ganz in die Karte vertieft. Sag, Link, interessiert es auch dich, wie dieses Land so beschaffen ist? Dann verrate ich dir was. Um die Einsätze der Monsterwehr zu planen, arbeite ich Tag um Tag an dieser Karte. Und darum, na sagen wir es mal so, im Spähposten kennt sich niemand so mit den Völkern Hyrules und deren Wohnort aus wie ich. Oh, das ist mir zu viel. Seit dem Kataklysmus wurden mehr und mehr unbekannte Monster gesichtet. Sei vorsichtig auf deinen Wegen. Ja, wir können jetzt noch mit mehr Leuten reden. Wir haben so viele Leute hier. Aber das machen wir später. Irgendwann. Aber das war's für diesen Part, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!